Hallo, ich bin Alienix und in diesem Video dreht sich alles um den Alien-Planeten Sixam. Viel Spaß! Wie schon gesagt, heute erzähle ich euch mehr über den Alien-Planeten Sixam. Sixam ist einer der vielen geheimen Orte in die Sims 4. Dieser ist leider nicht vom Basisspiel aus erreichbar, sondern dafür benötigt ihr die Erweiterung an die Arbeit. Aber an alle, die keine Erweiterungspacks haben, habe ich eine gute Nachricht. Es gibt nämlich auch geheime Orte, für die ihr nicht mehr als das Basisspiel benötigt. Diese sind die geheime Waldlichtung in Willow Creek und die vergessene Grotte in Oasis Springs. Diese findet ihr in meiner Sims 4 Tipps und Tricks Playlist. Ich blende sie euch jetzt hier oben rechts ein. Aber jetzt mehr über den Alien-Planet. Wie gesagt, ihr benötigt dafür das Erweiterungspack an die Arbeit und auch sonst in-game gibt es noch ein paar kleine Voraussetzungen, aber das alles zeige ich euch am besten jetzt gleich. Wie bei jedem meiner Erklärvideos bin ich auch heute bei meiner Familie Smith. Das ist Nick Smith, er ist der mittlerweile erwachsene Sohn der Familie und er wird heute auf den Alien-Planeten reisen. Ihr habt es euch vielleicht schon gedacht, um auf einen anderen Planeten zu gelangen, müssen wir erst einmal ins Weltall. Und dafür benötigen wir jetzt die Raumfahrtfähigkeit auf Level 10. Die hat Nick natürlich nicht und deshalb werde ich sie jetzt schnell ercheaten. Mit Steuerung, Umschalt und C öffnen wir die Cheatleiste und jetzt aktivieren wir erst einmal unsere Cheats. Das machen wir mit Testing Cheats True. Nun haben wir die Cheats aktiviert. Jetzt geben wir einen weiteren Cheat ein, damit die Raumfahrtfähigkeit von Nick auf Level 10 steigt. Und zwar stats.set underline skill underline level Leerzeichen Major underline Rocket Science Leerzeichen 10 und Enter. Und jetzt hat er die Raumfahrtfähigkeit perfektioniert. Level 10 der Raumfahrttechnikfähigkeit erreicht, er ist jetzt Raketenwissenschaftler. Perfekt. Auch das habt ihr euch vielleicht schon gedacht, wir brauchen jetzt auch noch eine Rakete. Und zwar, diese finden wir im Baumodus. Ich gebe einfach mal Rakete ein und klicke auf Enter. Prinzipiell gäbe es jetzt drei zur Auswahl, aber für diese beiden muss man in der Astronautenkarriere sein und das sind wir nicht. Und deshalb bleibt uns nur das Steampunk-Flugobjekt übrig. Gut, das platzieren wir jetzt hier einfach in unserem Garten. Und zurück in den Live-Modus. Jetzt muss Nick eine Rakete bauen. Nick baut jetzt an der Rakete und das kann eine ganze Weile dauern. Und er baut noch immer. Das dauert tatsächlich schon eine ganze Weile, aber zumindest sieht man schon einen kleinen Fortschritt. Mittlerweile ist die Sonne schon aufgegangen und Nick ist noch immer fleißig am Bauen. Und jetzt ist es Mittag und Nick baut noch immer an der Rakete. Ich glaube, jetzt ist sie bald fertig. Es sieht zumindest so aus. Und sie ist endlich fertig. Das ist unsere Rakete. Mit der Rakete können wir jetzt das Weltall schon erkunden, aber so einfach gelangen wir leider nicht zum Alien-Planeten. Um dorthin zu kommen, müssen wir die Rakete nämlich verbessern. Und zwar müssen wir einen Wurmloch-Generator installieren. Generiert Wurmlöcher für die Reise jenseits der bekannten Grenzen. Das kostet jetzt 1000 Simoleons und ich hoffe, es dauert nicht so lang wie das Bauen der Rakete. Und jetzt baut er den Wurmlochgenerator in seine Rakete ein. In der Zwischenzeit hat er eine sehr spannende Nachricht von seiner Freundin bekommen. Ich weiß nicht, was sie uns damit sagen möchte, aber ich werde das jetzt einfach ignorieren. Und mittlerweile ist es auch schon Nacht geworden. Auch dieses Verbessern dauert länger als erwartet. Sorry für die letzte Nachricht, ich habe dir eine SMS geschickt, ich hasse dieses Schrott-Handy. Okay, es dauert so lang. Aber mittlerweile haben wir zumindest mehr als die Hälfte geschafft. Juhu! Verbesserung fertig. Nick hat die Installation der Raketenverbesserung abgeschlossen. Und wenn wir jetzt auf die Rakete klicken, haben wir wie vorhin schon Weltallerkunden hier stehen, aber wir können auch durch Wurmloch reisen. Und genau das werden wir jetzt machen. Und die Rakete steigt. Nick ist jetzt dabei, durch ein Wurmloch zu reisen. Durch das Wurmloch. Das Schiff saust durch das Wurmloch und taucht neben einem Alien-Planeten wieder auf. Der Schiffsfunk gibt seltsame Geräusche von sich und Nick wird plötzlich von seinem Schiff teleportiert. Hier haben wir nur eine Möglichkeit, nämlich nach unten beamen. Und jetzt sind wir gleich am Alien-Planeten. Und wir sind da. Das ist der Alien-Planet Sixam. Übrigens, ich habe kurz eine Frage an dich.
Um ehrlich zu sein, ich habe in Sims 4 bisher kaum Aliens gesehen. Also jetzt natürlich in der Galerie und wenn ich sie erstellen würde. Aber so jetzt in der Welt habe ich kaum Aliens getroffen. Hast du in-game schon einmal Aliens getroffen? Bitte sag mir wie, ich würde gerne Aliens kennenlernen. Was können wir jetzt hier machen? Und zwar, hier ist ein Portal. Durch dieses können wir wieder nach Hause zurückkehren. Hier sind auch noch einige Dinge, die wir sammeln können. Auch hier können wir etwas sammeln. Und dann gibt es überall diese leuchtenden Pilze. Denen können wir aber nicht interagieren. Hier hinten geht das Grundstück noch etwas weiter. Und auch hier, wow, es sieht so cool aus alles. Hä? Wieso sind da andere Menschen? Oh, das sind Aliens. Ich wusste nicht, dass man hier Aliens treffen kann. Wie cool ist das? Gerade habe ich gesagt, dass ich noch nie Aliens getroffen habe. Aber natürlich trifft man die am Planeten. Wo denn sonst? Cool. Da bin ich mal vor bei Alex Wagner. Und bei Nadine Hilgers. Das sind wirklich sehr typische Alien-Namen. Oh, sie haben aber Alien-Stimme. Reden wir mal über Interessen. Maurice Offermann, der deutscheste Alien der Welt. Auch bei ihm können wir uns vorstellen. Oh, wie cool. Ich möchte, dass Nick nur Alien-Freunde hat. Eigentlich wollte ich euch aber was anderes zeigen, und zwar, wie wir hier bauen können. Und genau das mache ich jetzt. Und zwar, wir öffnen wieder unsere Cheat-Leiste mit Steuerung, Umschalt und C und geben ein Testing Cheats True. Jetzt geben wir hier ein bb.enable-free-build und Enter. Und jetzt ist der Free-Build-Mode aktiviert. Jetzt können wir also auf den Baumodus zugreifen. Wenn wir auf dem Baumodus sind, dann sehen wir, dass es hier jetzt ein kleines Grundstück gibt. Und zwar heißt das Grundstück Sixam, eben wie der Alien-Planet heißt. Und es ist ein 20x20 Grundstück. Um genau zu sein, ist es sogar ein Alien-Party-Grundstück. Okay, cool. Hier ist jetzt eben dieses seltsame Konstrukt, das kann man natürlich lassen, aber ich werde jetzt einfach in der Galerie vorbeischauen und schauen, was ich hier so finde. Ich bin jetzt in der Galerie auf Grundstücke und am beliebtesten und gebe beim Hashtag jetzt einfach mal Sixam ein. Und das ist jetzt unsere Auswahl. Ich glaube, ich habe mich schon entschieden. Wie cool ist dieses Alien-Haus? Willkommen in einer Welt, wo unsere Pflanzen nur als Deko dienen, wo Aliens den Weltraum durchforschen und eine besondere Architektur haben. Willkommen auf Sixam. Oh, das sieht so cool aus. Ja gut, genau das platzieren wir jetzt hier auf dem Grundstück. Wie cool ist dieses Haus, bitte? Also es gibt eine Küche, dann gibt es hier ein Wohnzimmer, draußen sogar einen Griller. Dann gibt es einen Keller, in dem ist wieder dieser Wurmflugsgenerator, dass wir nach Hause zurückkehren können. Dann haben wir hier einen Computer und ein Schlafzimmer und ein Badezimmer. Und ganz oben gibt es auch noch einen Pool. Wow! Ich will genau hier wohnen. Ich sehe gerade, Nick hat jetzt auch eine Stimmung bekommen. Xenophilie, weil mit Aliens interagiert hat. Verhält sich wie der Captain einer Weltraumreise. Er ist eigentlich auch der Captain einer Weltraumreise. Er hat gerade einen Alien-Planeten entdeckt. Ja, ich möchte mit meinen Sims hier wohnen. Okay. Falls ihr meine anderen Videos über die geheimen Orte schon gesehen habt, ich glaube, das habe ich bis jetzt bei jedem Einzelnen gedacht. Aber stellt euch vor, ihr würdet hier eine Alien-Legacy starten. Also ihr spielt mit einer Alien-Familie hier und dann läuft eines der Kinder weg und startet dann eben ein Leben in der ganz normalen Sims-Welt, die wir alle kennen. Ihr bekommt dann Kinder mit einem normalen Sim und versucht die Alien-Identität geheim zu halten. Und eines der Kinder entdeckt dann genau diesen Planeten wieder. Das wäre so eine coole Storyline. Vielleicht sollte ich sie irgendwann spielen. Aber ja, ich hoffe, ihr seid vom Alien-Planeten genauso begeistert wie ich und ich konnte euch ein paar Dinge erzählen, die ihr vielleicht noch nicht gewusst habt. Gut, das war's jetzt auch schon wieder mit meinem Video. Ich muss sagen, ich bin sehr begeistert von dem Alien-Planeten und ich glaube, ich muss sehr bald eine Alien-Familie erstellen. Was ist eigentlich deine Meinung zu den Aliens oder auch anderen übernatürlichen Wesen in Sims 4? Bist du ein Fan davon oder kannst du eher darauf verzichten?
Und ja, dann freue ich mich wie immer über jedes Kommentar, über jeden Like und über jeden Follow. Ich bin neu bei YouTube und freue mich wirklich über jeden Support. Neue Videos über die Sims kommen genau auf diesem Kanal jeden Montag und jeden Donnerstag. Dann hoffe ich, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!